So, jetzt habe ich gerade zu der Frau Herr Lee gesagt, jetzt geht's los. Und sie sagte, ja, aber du musst uns ja erstmal holen. Und das werde ich jetzt dann auch tun. Ich möchte mit unseren Partnern aus Österreich beginnen. Frau Anna Meyerhofer, die Vertretung des Klimaneutralitätsbündnisses 2025 innehat und heute Abend aus diesem Bündnis heraus ihre Perspektive schildern wird, wird auf der Podiumsdiskussion Platz nehmen und beitragen. Außerdem Frau Professorin Herlin, Herr Rademacher hat sie vorgestellt, von der FOM, Fachhochschule für Ökonomie und Management. Ich hätte jetzt was Volkshochschule gesagt, aber es ist die Fachhochschule für Ökonomie und Management. Auch Frau Herlin, herzlich willkommen. Dann haben wir Herrn Rüdiger Senft von der Commerzbank, ist da verantwortlich für die Corporate Social Responsibility. Das heißt genau der Bereich, der die Commerzbank in dem Bereich nach außen hin vertritt, den wir heute Abend behandeln möchten. Und wir haben Herrn Dr. Grobbel, der ist für die Finanzen, aber wie er heute, hat auch an der Akademie teilgenommen. Nicht als Teilnehmer, sondern als jemand, der den Input mitgestaltet, ist formal für die Finanzen verantwortlich, aber hat auch ganz viel Inhaltliches drauf, weil er das Ganze gegründet hat. Und deswegen sind wir froh, dass die vier heute mit uns dieses Thema in der Praxis diskutieren möchten. Und deswegen bitte ich Sie jetzt alle aufs Podium. Und dann kommt ein Blitzimpuls nach dem Podiumsgespräch von Claudius Ganschig, den Herr Rademacher gerade schon mal vorgestellt hat. Er wird versuchen, das Ganze zusammenzufassen, mit einer philosophischen Note zu versehen, denn das ist das, was er seit 30 Jahren macht. Und jetzt freue ich mich auf die Gespräche. Vielen Dank. Ja, Sie sehen, man kann ganz viel Verwirrung stiften, indem man einfach einen Stuhl mehr hinstellt. Aber das Problem haben wir jetzt auch hinter uns. Ich fange kurz an. Die Vorstellung habe ich gerade schon gemacht. Frau Meyerhofer, Sie betreiben seit 2008, glaube ich, oder 2010, 2008, 2009 hat, glaube ich, die Anfangsphase, die Vorbereitungsphase. Noch früher, ich lasse es 2012, aber Sie haben früh angefangen, sich darüber Gedanken gemacht, das Ganze vorzubereiten. Das Klimaneutralitätsbündnis 2025 ist demnach seit 5 Jahren aktiv und leistet seinen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels. Wie funktioniert das Klimabündnis? Welche Arbeit leisten Sie da in Vorarlberg? Ja, hallo, auch von mir aus Vorarlberg. Vielen Dank, dass ich heute dieses Klimaneutralitätsbündnis hier auch vorstellen darf. Der Grundgedanke geht ja auf Professor Rademacher zurück, den durften einige Vorarlberger hören in Alpbach und sie haben sich gedacht, okay, Energieeffizienz ist ein Thema, wir möchten mehr tun. Und dann waren es 10 Gründungsmitglieder in Vorarlberg, wo wir, also ich arbeite beim Energieversorger Illwerke VKW, beim regionalen Energieversorger, wo aber auch andere Unternehmen dabei waren, die sehr, sehr große Unternehmen sind und die ja auch einen wirklichen Beitrag leisten können. Zum Beispiel Alpla, der Kunststoffverpackungen weltweit herstellt für Henkel, für Frosch, für Slauer, für Coca-Cola, der an und für sich ein schwieriges Geschäftsmodell hat, der sich auch fast nicht sagen traut, aber sie trauen sich. Sie sind heuer, jetzt im Herbst klimaneutral und sie werden das auch sagen. Es ist die Firma Blum dabei, die macht größter Arbeitgeber Vorarlbergs, Beschläge für IKEA. Also es sind schon sehr große Unternehmen damals dabei gewesen. Und ihr Ziel war deshalb auch unser Name, bis 2025 mit ihren Unternehmen klimaneutral zu arbeiten. Und das Ziel war auch, so viele Unternehmen wie möglich noch hinzuzuholen. Und wir sind jetzt ungefähr bei 130 Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Wir haben auch 20 Unternehmen in Südtirol. Der Rest ist verteilt auf vor allem Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein. Und wir haben gesagt, wir möchten einen Schritt weitergehen bezüglich nur den Fußabdruck zu berechnen und nur eine Kompensation zu kaufen, sondern wir möchten die Unternehmen ganzheitlich begleiten, auch
bei einer Reduktion der Emissionen, natürlich auch bei der Kompensation, um auf Null zu kommen. Wir unterstützen auch die Zertifizierung einer ISO-Norm mit unserer Berechnung und wir haben eine eigene Website, eine eigene Plattform, wo die Unternehmen auch kommunizieren, vor allem aber auch untereinander kommunizieren können. Also wenn schon nicht nach außen, dann zumindest intern das Netzwerk stärken und untereinander Schulterschluss zu bekommen und zumindest sagen, einer von 130 ist doch was anderes wie einer alleine. Das heißt, Sie nutzen die Menge an Unternehmen, die Sie haben, um das, was Sie tun, auch vielleicht ein bisschen nach außen zu tragen. Immerhin haben Sie eine Website, da kann man auch sehen, wer dabei ist, um dieses Problem, was Herr Professor Rademacher angesprochen hat, so ein bisschen zu umschiffen oder vielleicht dem zu begegnen. Herr Senft, Sie sind mit der Commerzbank eines der bekanntesten Unternehmen in Deutschland. 30% des Außenhandels, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, werden über die Volksbank finanziert. Das heißt, Sie sind mittendrin, jeder kennt Sie und dementsprechend kommen Sie, glaube ich, kaum drum rum, sich mit dem, was Sie machen, zu beschäftigen und auch nach außen hin zu kommunizieren. Das heißt, welche Aktivitäten macht die Commerzbank im Bereich Entwicklung und Klima, auch in Bezug auf die Allianz? Ja, vielen Dank. Also ich weiß nicht, ob wir das bekannteste Unternehmen sind. Ich wage mal, da ein Fragezeichen zu setzen. Aber wir sind sicherlich, ich hoffe, jeder kennt uns. Die Commerzbank ist mit 1000 Filialen flächendeckend in Deutschland präsent. Aber tatsächlich, was Sie sagen, was viele nicht wissen, 30% des deutschen Außenhandels werden durch die Commerzbank finanziert. Wir sind im Grunde überall da, wo auch der deutsche Mittelstand unterwegs ist, in über 50 Lokationen weltweit. Da, wo wir keine eigene Repräsentanz haben, haben wir ein Korrespondenzbankennetzwerk, haben wir Bankenpartner, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Das heißt also da zum Thema Entwicklung, als wir die Frage gestellt bekommen haben, wollt ihr nicht mitmachen bei der Allianz für Entwicklung und Klima, war das eigentlich ein ganz, ganz guter Punkt, wo wir sagen können, jawohl, wir sind auch in Ländern der dritten Welt, in Schwellenländern auch unterwegs, natürlich mit dem Thema Exportfinanzierung, Importfinanzierung. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit fast 150 Jahren. Auf der Klimaseite ist in Ihrer Untersuchung, Frau Professor Herrlin, herausgekommen, dass wir eines der klimaneutralen Unternehmen sind. Das hat mich sehr gefreut. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es noch nicht jeder ist. Ja, jeder kann es machen. Wir machen das seit 2009, haben wir eine Klimastrategie in der Commerzbank umgesetzt, wo es natürlich um das Thema Reduktion unseres CO2-Fußabdrucks geht. Wir wollen bis 2020 70% reduziert haben. Wir sind jetzt bei 67%, also sind auf einem ganz guten Pfad. Hinten raus wird es immer ein bisschen schwieriger, da müssen wir noch uns was einfallen lassen. Und das, was wir nicht reduzieren können, das kompensieren wir. Wir haben den Emissionsrechtehandel, der EU-weit für verschiedene Branchen gilt, für unsere Kunden auch aus verschiedenen Branchen. Den nutzen wir selbst auch, um daraus Zertifikate zu übernehmen und stillzulegen. Darum geht es ja am Ende auch, um diese restlichen 30%, die wir an CO2 nicht vermeiden können, zu kompensieren. Und da sind wir natürlich genau bei einem Thema. Wir sind im Augenblick bei Projekten unterwegs, die sehr stark auch mit unserem Kerngeschäft was zu tun haben. Wir sind seit über 25 Jahren in der Finanzierung erneuerbarer Energien. Deswegen sind auch die Zertifikate, die wir uns ausgucken, daran angelehnt. Aber wenn ich Sie so höre, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, wenn wir eher in Aufforstungsprogramme gehen zukünftig. Und ein Punkt noch. Ich habe eben noch mal geguckt auf den Twitter-Account. Ich twitter seit 2 Jahren ungefähr. Ich habe 130 Follower, ja, bin ich ganz stolz drauf. Und ich bin tatsächlich zum Thema Ablasshandel angegangen worden aus der Anonymität des Netzes, weil ich die Klimaallianz vom BMZ retweetet habe. Und prompt folgte so eine Reaktion. Das heißt, wir sehen jetzt viele Dinge, die Herr Rademacher schon beschrieben hat, bestätigt. Es gibt auf der einen Seite Unternehmen, die sich engagieren im Bündnis, erstmal ohne Bündnis, jetzt im Bündnis, was alle verbinden möchte, der Allianz für Entwicklung und Klima. Da gibt es ganz viel. Auf der anderen Seite gibt es auch die Debatte, mit der Sie konfrontiert sind. Wenn Sie vielleicht ganz viel in Richtung Marketing investieren, werden Sie das vielleicht auch dann noch viel, viel mehr sehen. Jetzt möchte ich den Herrn Grobbel fragen, weil Herr Grobbel genau an der Schnittstelle arbeitet zwischen dem, was Unternehmen machen möchten, wenn sie sich verantwortlich sehen oder aus welchen Motiven auch immer, nämlich in Richtung Entwicklung und Klima sich zu engagieren
Und dann muss man irgendwie an Projekte, ja, das hat Herr Rademacher beschrieben, es gibt da verschiedene Typen von Projekten und wenn man ein großes Unternehmen ist, braucht man irgendwie Hilfe oder man kann es alleine machen, das wissen wir nicht, aber anscheinend gibt es Unternehmen, die an dieser Schnittstelle operieren. Eins davon ist South Pole und deswegen die ganz offene Frage, was macht South Pole an dieser Schnittstelle, warum gibt es sie und welche Aktivitäten haben sie dann in ihrer Funktion? Ja, vielen Dank. Hört man das jetzt? Wunderbar. Also unser Unternehmen hat 250 Mitarbeiter. Wir sitzen in Zürich mit unserem Hauptsitz. Davon sind etwa 50 Leute dort. Unser größtes Büro ist aber in Medellin. Von dort aus betreuen wir unsere globalen Forst- und Land-Use-Change-Projekte. Wir haben noch diverse andere Büros in Entwicklungsländern, in Bangkok, in Peking, in Hanoi, Mexiko und so weiter. Ich könnte es noch einige aufzählen. Also wir helfen Unternehmen mit allen Problemen, die sie haben im Nachhaltigkeitsbereich, unter anderem auch natürlich den eigenen Fußabdruck zu bestimmen, zu senken, auf Grünstrom umzustellen, Grünstrom, eigene Anlagen hinzustellen, aber auch den Fußabdruck zu kompensieren. Für dieses Thema der Kompensation, also wir gliedern uns eigentlich in drei Bereiche. Eines ist eben dieses Projektaufbau und Kompensationsthema. Da haben wir über 500 Projekte mit aufgebaut in Entwicklungsländern. Das heißt, wir sind selber ins eigene Risiko gegangen und haben eben diese ganzen Kosten in dem Zusammenhang dieser Klimaschutzzertifikate übernommen über Jahre hinaus, um diese Projekte so weit zu bringen, dass sie diese zusätzliche Einnahmequelle davon haben können oder teilweise auch die einzige Einnahmequelle. Das ist also ein Bereich, diese ganzen Klimaschutzprojekte und Grünstromprojekte. Wir haben da große Kunden, große namhafte, auch, ich weiß gar nicht, ob es sie alle nennen, aber große IT-Firmen hier auch in Deutschland. Zweiter Bereich ist Advisory und Data. Also wir machen ein wenig Beratung. Das ist aber nicht so Beratung, um dabei reich zu werden, sondern eher bei interessanten Themen mit dabei zu sein. Wir machen da eigentlich kein Geld mit, aber bauen Modelle auf. Zum Beispiel haben wir eine Firma aufgebaut, die Fußabdrücke von Investitionen berechnet. Also wenn ein großer Pensionsfonds oder eine Bank Gelder investiert hat in verschiedene Aktien weltweit, können wir sagen, wie viel CO2 da jeweils hinter ist. Und der dritte Bereich ist der Bereich, nennen wir Funds and Platforms. Da geht es eigentlich darum, dass wir der Berater sind oder der Manager auf Impact-Fonds, also auf Fonds, die nicht nur einen finanziellen Erlös haben wollen, sondern darüber hinaus einen Impact haben. Also ein Beispiel davon ist der Technologiefonds in der Schweiz für das Bundesamt für Umwelt. Der kriegt 200 Millionen Franken aus der CO2-Abgabe und damit können wir über 500 Millionen Franken Bankbürgschaften an Schweizer Cleantech-Firmen vergeben, sodass die ihre saubere Technologie irgendwo in der Welt ausrollen können. Das ist so eine Art von Impact-Fonds. Das ist nicht so ein typischer Fonds, wie eine Bank sich den vorstellt, sondern das ist Staatsgeld, aber wir managen das halt für die schlagen das dann vor. Ein anderes Beispiel ist, dass wir in zwei sehr reichen Skandinaviern helfen, in indonesische Wasserkraftwerke zu investieren. Oder wir haben ein großes Bündel von Australiern, denen wir helfen, dort Projekte aufzubauen, die wiederum Klimaschutzzertifikate vom Staat abgekauft kriegen für 450 Millionen australische Dollar über die nächsten 10 Jahre. Da gibt es da Staatsverträge. Also wir sind sozusagen an dieser Schnittstelle. Sie müssen sich vorstellen, wenn die Commerzbank jetzt klimaneutral sein will, dann möchte sie das machen mit irgendwelchen Projekten, die ihr gefallen. Also vielleicht mit Projekten, die jetzt thematisch passen, weil die Commerzbank irgendwo den Export fördern will oder die aus Marketing-Sicht gut sind oder aus irgendwelchen anderen Gründen ihr gefallen. Das heißt, sie will schon mal eine bestimmte Technologie oder bestimmte sozialen Zusatznutzen haben bei diesen Projekten. Und wir haben eben sehr viele Projekte selber aufgebaut und kennen den Rest des weltweiten Marktes wahrscheinlich besser als die meisten anderen Firmen. Das heißt, näher an ein Projekt kann man eigentlich nicht kommen, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn so ein Projekt jemand aufbauen will, wir helfen vom ersten Tag an, diese Klimaschutzzertifikate zu bekommen. Wir gehen selber ins eigene Risiko. 100% der Klimaschutzzertifikate von diesem Projekt gehen von der UN oder von dem Freiwilligenstandard bei uns aufs Konto und wir verkaufen die, sagen wir mal, an die Commerzbank und geben dann den Anteil, den wir vereinbart haben mit dem Projekt, an das Entwicklungsland dorthin. Das wiederholt sich dann bis zu 21 Jahre. Das heißt,
man kann die gar nicht direkt bei dem Projekt kaufen. Die sind überhaupt nie direkt bei dem Projekt. Die sind sofort auf unserem Konto. Wir kümmern uns um alles, haben das ganze Geld dafür vorgestreckt, machen das Marketing dafür, machen halt alles um diese ganzen, den ganzen Verkauf. Das ist sozusagen die nächste Stelle an dem Projekt. Das ist, glaube ich, ein ganz sensibler Punkt, auf den wir gleich noch ein bisschen eingehen. Was sind da die Projekte? Wie zertifiziert man das Ganze? Wie viel kommt an? Nur, dass wir das festhalten, dass wir das gleich nochmal stärker beleuchten. Frau Professorin Hellin, jetzt wäre ich schon fast drüber galoppiert, aber der Herr Minister Müller hat irgendwann gesagt, wir machen jetzt diese Allianz für Entwicklung und Klima. Und Sie waren in beratender, unterstützender Funktion da tätig. Jetzt ist die Frage, wenn die Unternehmen das schon machen, ja, und man sagt, Unternehmen sind gut und die machen das, andere sagen, Unternehmen sind sowieso schlecht, die machen das nur aus anderen Gründen, aber dann könnte man die Frage stellen, die Politik in Katowice hat gezeigt, sie wird es wieder nicht lösen. Ja. Aber warum macht das BMZ jetzt mit? Warum sagt der Herr Müller ja doch, also die Politik ist wichtig. Wieso gibt es jetzt diese Allianz für Entwicklung und Klima? Ja, danke schön. Die Allianz hat ja eine Vorgeschichte. Und es gab im Grunde auch im Vorhinein, bevor die Allianz wirklich im BMZ letztlich, ich sag mal, zu reifen begann, andere Projekte mit dem BMZ, die wir auch schon bearbeitet haben. Und da tauchte immer wieder auch das Thema der CO2-Kompensation auf, der Möglichkeiten, die damit einhergehen, internationalen Klimaschutz zu befördern, Entwicklung zu befördern. Und dann ist man im Kern, im Herz wirklich das BMZ mit diesen beiden Aktivitäten. So, und es ist uns gelungen, letztlich das zu kommunizieren und letztlich auch, dass das Potenzial zu kommunizieren, dass das im Grunde eine Vergrößerung dieses freiwilligen CO2-Marktes hätte. Ja, das waren viele Gespräche, Herr Rademacher hatte das angedeutet. Am Anfang war auch im BMZ im Grunde sofort dieses, ups, das dürfen wir nicht machen, das ist ein Reputationsproblem, bis dann irgendwann diese Hürden überwunden waren. Und dann ging es im Mai los, also im Mai dieses Jahres nahm das Projekt dann wirklich hat dann gestartet. Nochmal die Frage, warum macht es im Grunde ein Entwicklungsminister? Weil im Grunde die beiden Themen, die mit der Allianz adressiert werden sollen, ja zum einen internationaler Klimaschutz ist. Das ist eine Kernaufgabe des BMZ. Deswegen war der Bundesentwicklungsminister der zweite deutsche Minister, der neben der Umweltministerin in Katowice dabei war. Das zweite ureigene Thema des BMZ ist natürlich die Entwicklung und das adressieren wir auch mit der Allianz. So, jetzt sind es beides Themen, wo, ich sage mal, jedem ehrlichen Politiker auffällt, dass da große, große Finanzierungslücken sind. Das gilt im Grunde für den internationalen Klimaschutz, deswegen kommt man in Katowice unter anderem nicht weiter. Da hat Deutschland seinen Beitrag zum Green Climate Fund verdoppelt auf 1,5 Milliarden. Aber auch da weiß jemand, der die Grundrechenarten beherrscht, dass das schön ist, aber nicht ausreicht. Also Finanzierungslücke auf der Seite internationaler Klimaschutz. Finanzierungslücke Nummer zwei, mit der das BMZ zu kämpfen hat, ist die Entwicklungsfinanzierung. Auch da ist der Haushalt aufgewachsen. 850 Millionen sind, glaube ich, plus dazugekommen. So auch da, wenn man rechnet, sieht man, das ist schön, aber auch das reicht bei weitem nicht aus. Insbesondere, wo man feststellt, dass von anderen Ländern der Welt die Beiträge eher zurückgezogen werden. Also es ist eigentlich nur eine naheliegende Entscheidung eines Ministers, der für diese beiden Aufgaben zuständig ist, zu überlegen, was können wir denn noch tun. Und ich glaube auch, dass grundsätzlich die Kooperation von Politik, es heißt ja nicht, die Politik soll jetzt nichts mehr machen, sie schafft es nicht, das hat ja niemand hier behauptet, um Gottes Willen, sondern die Politik muss überlegen, was können wir denn klug tun, um quasi aus unserer misslichen Lage rauszukommen. Und da ist, denke ich, die Kooperation Politik mit Staat ein extrem wertvoller Ansatz, der viele, viele Dilemma, die wir heute sehen, überwinden kann. Und das ist die Allianz und das ist von der Politik gestartet, letztlich auch mit dem Gedanken, wir müssen dem Ganzen letztlich einen institutionellen Rahmen geben, also der CO2-Kompensation institutionellen politischen Rahmen, dass wir sagen, das ist gut. Ja? Nicht, es ist Ablasshandel, sondern es hilft uns, unsere Probleme zu lösen, die wir hier im Ministerium haben. So, und dann sind wir, wie Sie das gerade gesagt haben, bei der Finanzierungslücke, kurz nur als Input. Der Privatsektor in Europa, Privatsektor sind alle nichtstaatlichen Organisationen und Unternehmen und die Privatmenschen auch, haben, glaube ich, in Europa 3,5 bis 4 bis 5 Mal so viel Vermögen wie die Staaten. Das ist ein bisschen mehr in den USA, so ungefähr 6, 7 Mal so viel im Privatsektor im Vergleich zu dem Staat.
Und das ist, glaube ich, das, wo man dann sagt, wir haben die Finanzierungslücke, wo ist das Geld? Dann guckt man und dann ist man teilweise auch in Vorarlberg. Und dann ist die Frage, was ist denn die Motivation? Also wenn Sie sagen, wir machen dieses Bündnis und die Allianz gibt es noch gar nicht, wir machen trotzdem was, mit welcher Motivation kommen Unternehmen auf Sie oder andere in diesem Bündnis zu und sagen, wir wollen uns engagieren? Weil eigentlich sind Unternehmen doch so profitorientiert und alles Mögliche. Wie geht das? Was ist die Motivation? Ich habe ja in einem Vorgespräch heute schon mal erwähnt, ich glaube, Vorarlberg kann man auch nicht ganz vergleichen mit vielen anderen Plätzen auf der Welt. Ich darf das immer sagen, ich bin auch nicht aus Vorarlberg und darf deshalb besser loben als ein Einheimischer. Vorarlberg hat einfach durch die Lage einen anderen Weitblick, einen anderen Fokus. Es ist Vierländereck. Es ist historisch nicht so kritisch gewesen damals wie in vielleicht anderen Ecken von Österreich. Es hat gewisse geografische Vorteile, es ist nicht sehr groß. Wir haben zum Beispiel seit 10 Jahren E-Mobilität, wir haben 500 Ladepunkte, die wir als Unternehmen installiert haben. Das ist natürlich in Vorarlberg viel leichter als bei mir zu Hause in der Steiermark, das ist gar nicht zum Vergleichen. Also deswegen ist es ein super Beispiel, aber man muss trotzdem schauen, wie kann man es umlegen auf Beispiele, was nicht so einfach ist. Und Vorarlberger sind eben von den Themen her sehr, sehr offen und es ist grundsätzlich ein sehr erfolgreicher Standort. In Vorarlberg sind sehr viele Familienunternehmen. Ich glaube, das ist auch ein Hebel, familiengeführt, wo die Entscheidungswege relativ kurz sind, aber sehr werthaltig. Und ich glaube, es sind viele kleine Baustelle, die dazu führen, dass in Vorarlberg das ein bisschen anders gedacht wird. Und wir haben natürlich auch durch die Kleinheit auch vielleicht schon eher mal Probleme. Also ich komme auch aus der Forstwirtschaft. Wir haben schon lange starke Probleme zwischen dem Forstsektor, dem Tourismus, den Einheimischen, den Naturgefahren. Das heißt, vielleicht ist der Fokus auch hier durch die Kleinheit einfach anders. Nichtsdestotrotz, Vorarlberg war trotzdem bald so weit, dass sie gesagt haben, also unsere meisten Mitglieder sind auch in Vorarlberg und die Motivation ist schon wirklich die ehrvolle, dass man sagt, man möchte etwas zurücklassen, für das man sich nicht schämen muss, sondern für das man sagt, ich habe einen positiven Beitrag geleistet. Das ist schon der Hauptfokus. Ich glaube, es ist nicht, man muss es nicht verschweigen, dass es auch fürs Unternehmen was bringt, aber ich glaube, es bringt was. Jeder, der privat spendet, spendet es ja auch, weil er ein gutes Gefühl hat oder gerne was tut. Ich glaube, das ist legitim, dass man einen positiven Effekt davon hat, aber das ist überhaupt das Thema in der Nachhaltigkeit. Was bringt man in Nachhaltigkeitsbericht? Aber das funktioniert Gott sei Dank bei uns relativ gut. Was wirklich dann schwierig ist, ist, das über lange Zeit zu erhalten. Also wenn die Endkunden nicht irgendwann auch verstehen und nicht, wenn du jedes Mal angegriffen wirst, überlegst du es halt, egal in welchem Sektor, also das finde ich ganz wichtig, das Image zu stärken und dass die Unternehmen eben schon spüren, es muss ja nicht gleich in der Geldtasche spürbar sein, aber zumindest im Wert spüren, ja okay, das, was wir tun, geht schon in die richtige Richtung. Wenn es dann noch irgendwann vielleicht auch fürs Unternehmen direkt was bringt, dann freuen wir uns, aber dann sind wir auch bereit, was zu tun, so in der Richtung. Okay, das heißt, man kennt sich, die einen machen was, man will vielleicht nach vorne gucken. Jetzt ist das sehr, sehr stark, diese Verantwortung, vielleicht sogar für die Zukunft. Man könnte fast sagen, sie sind so zukunftsorientiert und das funktioniert vorrangig im Kleinen. Jetzt haben wir in dem Buch eine Studie, die sagt, naja, die Hauptmotivation für Unternehmen, sowas zu machen, ist vor allem auch Imageprägung und man möchte sich positionieren. Ist das der Unterschied zwischen kleinen und mittelständischen Unternehmen und der Commerzbank? Ist das bei Ihnen mehr Image und bei Ihnen mehr Verantwortung oder gibt es bei Ihnen Verantwortung und Sie sagen, es ist Verantwortung, aber eigentlich ist es doch Image. Also was sind die Motivationen? Wie gehen Sie daran? Das provoziert mich fast. Also ich bin zum Glück in der Lage, dass ich nicht im Marketing arbeite und deswegen ist mir Image so ein bisschen nicht ganz egal, aber ich kann tatsächlich eher auf die Inhalte gucken. Das ist eigentlich das Privileg meines Jobs. Ich bin zwar im Nachhaltigkeitsbereich einer Bank auch für das Reporting nach außen tätig und das ist eine wichtige Aufgabe, die ich habe. Aber eher gegenüber Analysten und gegenüber Investoren. Also da geht es tatsächlich nicht um die schöne Verpackung, sondern um das, was drin ist. Und
Deswegen ist es immer auch eine Gefahr, nur auf das Image abzuziehen, weil man ist dann wirklich an der Grenze zum Greenwashing. Man macht eine schöne Kampagne und alles ist gut. So ist es nicht und das ist sehr kurzfristig gedacht und es ist auf keinen Fall der Weg der Commerzbank. Das nur vorab. So. Es gibt andere gute Gründe, warum man sich mit diesen Fragestellungen, die wir hier in der Allianz für Entwicklung und Klima behandeln, auseinandersetzen sollte, auch aus Commerzbank-Sicht. Das hat trotzdem auch was zuallererst mit Verantwortung zu tun. Es interessiert einfach furchtbar viele Leute, die mit der Commerzbank zu tun haben, die sogenannten Stakeholder, die ja ganz unterschiedlich sind. Ja? Also das ist die Gesellschaft, das ist durchaus auch die kritischen Teile der Gesellschaft, die wollen wissen, was macht ihr eigentlich in Sachen Klimaschutz. Das sind unsere Kunden, das sind auch unsere Mitarbeiter. Das ist ein ganz wichtiges Thema für junge Leute bei der Wahl des Arbeitgebers am Ende. Ja? Also das heißt, also da sind so ganz andere Facetten, die hier noch eine Rolle spielen, die es für Unternehmen einfach erforderlich macht, mit den Herausforderungen heutzutage entsprechend umzugehen und die vernünftig zu managen. Wir sind uns auch darüber im Klaren, dass wir als Bank natürlich eine bestimmte Rolle in der Wirtschaft haben, an der Schnittstelle stehen, wo die Kapitalströme gelenkt werden können und da auch uns überlegen, mit wem machen wir Geschäfte, in welche Branchen wollen wir reingehen und wo wollen wir uns eher zurückziehen. Also das sind auch Dinge jenseits der Legalität, die Frage der Legitimität eines Geschäfts. Was möchte eine Bank für Geschäft machen? Und da hatten wir vor 25 Jahren schon gesagt, erneuerbare Energien ist so ein Schwerpunktthema für uns, das wollen wir ausbauen. Es sind aber auch andere, also jenseits der Verantwortung auch ökonomische Gründe, die dafür sprechen, warum sich die Commerzbank auch mit dem Thema Klima großen auseinandersetzt. Das ist zum einen das Risikomanagement, also Banking ist Risk Management, kann man sagen. Ja. Das heißt, man muss mit den Risiken, die man eingeht in dem Geschäft, wenn man Geld verleiht, natürlich auch umgehen. Und was im Augenblick auch auf der regulatorischen Ebene in Brüssel gerade sehr stark diskutiert wird, ist die Frage, was haben denn Banken eigentlich in ihren Bilanzen an Klimarisiken? Und das wissen wir im Augenblick auch gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wissen zwar sehr wohl von den großen börsennotierten Unternehmen, die berichten regelmäßig, die sind ja dazu verpflichtet, über ihre Nachhaltigkeitsleistung auch am Ende oder ihre Finanzkennzahlen zu berichten, aber den Mittelstand, den wir als Commerzbank als Kunde haben in Deutschland, der weiß manchmal selbst noch gar nicht, was das Thema Klimawandel für ihn bedeutet. Und da müssen wir den Dialog suchen. Wir haben regelmäßig natürlich einen Austausch mit unseren Kunden und müssen dort Fragen in den Fragebogen aufnehmen, die sagen, habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken gemacht, ist euer Geschäftsmodell in 10 Jahren noch tragfähig? Also Risk Management ist eine wichtige ökonomische Motivation und ich komme zum dritten und letzten Punkt, das natürlich vor dem Hintergrund, dass wir uns in Paris am Ende auch auf den 2-Grad-Klimapfad verpflichtet haben als Bundesrepublik, dass das natürlich runtergebrochen wird auf die unterschiedlichen Branchen und jedes einzelne Unternehmen sich die Frage stellen muss, bin ich auf einem 2-Grad-Klimapfad oder bin ich ein Zementunternehmen und bin augenblicklich auf einem 7-Grad-Klimapfad und was habe ich an Regulierung in meiner Branche in den nächsten 10 Jahren zu erwarten? Das interessiert uns als Bank auch. Ja? Und das heißt, hier unsere Kunden dabei zu begleiten, von 7 Grad vielleicht auf 2 Grad runterzukommen, das ist am Ende auch eine Chance für eine Bank, weil das sind neue Kredite, die da erforderlich sind für Investitionen. Wir wollen da mit unseren Kunden gemeinsam den Weg auf den, in Richtung 2 Grad und darunter gehen. Also wenn man das jetzt fast umdreht, dann könnte man sagen, ohne Nachhaltigkeit sind Unternehmen langfristig nicht existenziell oder ich sag mal, müssen sich in ihrer Existenz gefährdet, müssen sich vielleicht langfristig dann vom Markt verabschieden. Ist das eine Motivation, mit den Unternehmen an Sie rantreten, wenn Sie sagen, Sie haben großteils Unternehmer, die bei Ihnen Kunden sind? Es ist nicht so viel, dass das Privatgeschäft, wenn sich jetzt jemand hier klimaneutral stellen möchte, sind vorrangig. Und dann kommen die zu Ihnen und sagen, Herr Grobbel, ich möchte in 10 Jahren auch noch existieren und jetzt machen Sie, dass das klappt, denn wir müssen Projekte irgendwo machen und jetzt machen Sie was. Oder wie geht das? Ist das, sehen Sie das, was die beiden jetzt sagen, in der Motivation, die Kunden an Sie herantragen? Ja, die kommen aus unterschiedlichen Motivationen. Also es gibt ja Unternehmen, die haben ein klimaneutrales Produkt schlicht. Die verkaufen klimaneutrales Gas oder eine klimaneutrale Logistikdienstleistung wie die Deutsche Post, Go Green, und kaufen schlicht dafür Zertifikate, wollen irgendwo investieren. Da gibt es natürlich Unternehmen wie Banken und Versicherungen, die aus den genannten Gründen klimaneutral sein wollen, weil ja vielleicht aus, also wenn es jetzt nicht Imagegründe sind, vielleicht aus Gründen für die Mitarbeiter oder sie sehen das als soziale Verantwortung, sie
haben halt schon andere Dinge gemacht. Sie sehen es als Merkposten für den Rest, was sie noch nicht gemacht haben. Also auch in Ihrem Beispiel vorhin, sagen Sie, Sie haben die eigenen Emissionen sehr stark gesenkt. Gleichzeitig kompensieren Sie den Rest. Das ist sozusagen wie ein Merkposten in der Bilanz. Den will ich jetzt noch weiter runterfahren. Das sind im Sinne der Zertifikate können das Motivationen sein von Unternehmen. Aber das kostet doch Geld. Ich meine, so ein Zertifikat, das liegt nicht rum, ich hebe es auf. Also das ist doch eine Investition. Ist das vergleichbar mit einer Investition in eine neue Maschine, die dann innovativ ist und deswegen Produktion erhält? Oder eigentlich, denke ich mir, geht doch Geld erstmal weg. Ja, ich habe natürlich auch diverse Nutzen davon. Also es gibt Untersuchungen, dass Firmen, die sich da engagieren, attraktiver sind für Bewerber und auch für die eigenen Mitarbeiter, dass sie stärker zu ihnen hinkommen. Es hat natürlich auch auf der Investorenseite gibt's Gründe. Es gibt das Carbon Disclosure Projekt seit ungefähr 13, 14 Jahren, ich müsste nachgucken. Da schickt jedes Jahr einen Fragebogen an die größten Unternehmen der Welt und fragt, was machen Sie denn im Emissionsbereich? Wie viele Emissionen haben Sie denn? Was haben Sie denn für Ziele, die zu senken? Was sind die Opportunities und Threats? Und wer ist da verantwortlich? Und die Signatories hinter diesem Fragebogen sind alle großen Asset Manager der Welt. Also die hatten die letzten Runden 78 Billionen, im Deutschen Billionen, also im Englischen Trillion Assets unter Management. Diejenigen, die auf der Rückseite unterschreiben und sagen, ich will das wissen, also mehr als die Hälfte des Weltkapitals steht hinter diesem Fragebogen. Das heißt, wenn ich in einer großen Firma bin und ich kriege diese Fragebögen, dann lässt mich das ja nicht locker, sondern dann überlege ich ja wirklich, ja, ich weiß, das wird nachher veröffentlicht, meine Antworten. Es gibt Länderreports, es gibt Industry-Reports und ich kann da sehr schlecht aussehen. Und wenn mehr als die Hälfte meiner Aktionäre sowas wissen wollen, dann wollen die wahrscheinlich eben auch sehen, dass ich da was tue. Also wenn es jetzt nicht so eine eigene Motivation ist. Und wenn ich dann anfange, was zu tun, eben nächstes Mal in ein grüneres Gebäude einziehe, darauf achte, wenn ich weniger Flugreisen meiner Mitarbeiter habe, wenn ich auf Grünstrom umstelle und dann den Rest noch kompensiere, dann werde ich das wahrscheinlich nicht im nächsten Jahr wieder abschaffen, weil also ich habe dann mal ein bestimmtes System eingeführt und verbessere mich ständig. Ja. Und sehen Sie das bei Ihnen, Sie haben ja auch Studierende an der Hochschule, die jetzt schon im Beruf stecken, ist das eine Motivation, dass die Ihnen mitteilen, naja, also ich würde sonst wechseln, wenn dann nichts passiert bei mir? Oder wir hatten heute in der Akademie diskutiert, Leute, die früher in der Automobilbranche gearbeitet haben, die gingen so, ja, ich bin bei und jetzt nach dem Dieselskandal, der nicht Klima ist, ja, das ist ein Gesundheitsrisiko mit den Stickoxiden. Klima ist CO2, das müssen wir hier klar trennen. Aber dennoch gehen die Leute, weil es immer vermischt wird, irgendwie dann so. Ich bin Automobil. Ja. Ist das eine Motivation? Also steigt der Druck aus der Bevölkerung, der Zivilgesellschaft oder sehen Sie das nicht? Also ich antworte mal erstmal für das, was ich bei den Studenten beobachte. Also diejenigen, die richtig gut sind, für die ist es ein Thema. Es ist nicht für die breite Masse ein Thema, das ist, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich sage mal, die Fragen stellen über den Tellerrand hinaus, ja, um die es vorhin ganz am Anfang ja ging, die stellen diese Frage sehr wohl. Und für die ist es dann auch ein Kriterium. Also ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, mit dem Nachhaltigkeitsverantwortlichen von SAP zu sprechen, der im Grunde auch genau das sagt. Ich meine, SAP ist ein Unternehmen, das sich im Grunde die besten Studenten rauspicken kann. Da wollen ganz, ganz viele arbeiten. Und da ist im Grunde ein zentraler Punkt, der bei den Mitarbeitern genannt wird von 93%. Wir wollen von euch, dass ihr ohne euch für das Thema Nachhaltigkeit in allen seinen Facetten engagiert. Also ja, auf jeden Fall. Bevölkerung allgemein, das ist so, finde ich, ein zweischneidiges Schwert. Es gibt ja immer wieder Studien, wo es dann heißt, 90% der Deutschen finden, wir sollten was für Klimaschutz tun. Also wir, jetzt ist die Frage, wer ist wir? Ist wir Deutschland? Ist wir die Politik? Wenn es dann aber zum Konkreten geht, wird es dann meistens doch schwierig, weil das Thema so nah, also Klimawandel jetzt, ne? Weil das Thema Klimawandel ja uns vielleicht im Sommer ein bisschen präsenter geworden ist durch die Hitze und so weiter, aber letztlich ist für die große, große Mehrheit der Menschen nicht das vordringlichste aller Themen ist. Das ist einfach so. Ja? Ob der Fülle der Dinge, die jeder hat, ist es nicht die Präsenz. Trotzdem glaube ich, dass wenn man Möglichkeit, und das ist, was wir jetzt in unseren vielen Gesprächen, die wir geführt haben, jetzt im Kontext der Zusammenstellung oder der Gewinnung von Mitgliedern für die Allianz, also Mitglieder der ersten Stunde, da kommt, wenn man sich einmal darüber austauscht, ganz viel positive Resonanz, ganz viel Interesse. Und ich bin auch ganz sicher, dass wenn wir länger noch mehr Gespräche geführt hätten und noch mehr Zeit gehabt hätten, dann hätten wir auch einen noch größeren Initiativkreis haben können. Also das steht auf jeden Fall fest. Also da ist definitiv im Moment ein Thema, was ein Potenzial hat. So würde ich es einschätzen. Also jetzt haben Sie die Kommunikation angesprochen. Wir haben gerade am Anfang gehört,
Das muss noch ein bisschen in die Gänge kommen. Jetzt mal die Frage, wenn wir diese Allianz vorantreiben wollen, und ich gehe mal davon aus, dass wir das wollen, aktuell hat Deutschland, glaube ich, einen privaten CO2-Zertifikatemarkt, also wo Unternehmen sich freiwillig engagieren, aber auch Privatpersonen, von 6 Millionen Tonnen pro Jahr. Deutschland hat grob 880 Millionen Tonnen pro Jahr. Das heißt, wenn wir den Faktor 100 erhöhen, sind wir immer noch nicht bei 880, sondern nur bei 600 Millionen Tonnen. Das heißt, die Frage ist, wenn wir da jetzt ein bisschen Schwung reinkriegen wollen, dann ist, glaube ich, für ganz, ganz viele die Frage der Transparenz ganz wichtig. Also wenn ich mich jetzt engagieren möchte, und vielleicht möchten das einige hier, was passiert damit? Der Rademacher sagte, der Schwab hat Problem damit. Also was sind die Argumente? Wo geht das Geld hin? Vielleicht, also ich möchte nicht diktieren, wer was sagt, aber vielleicht können wir darüber reden, was die Leute erwarten. Wie kann man diese Fragen beantworten? Es gibt Zertifikate, es gibt Zertifizierer. Wo ist die Glaubwürdigkeit? Welche Wahl treffe ich, wenn ich mich entschieden habe, mich engagieren zu wollen? Ja, vielleicht bin ich der Richtige jetzt gerade. Also man muss sich vielleicht vorstellen, wie die Zertifikate überhaupt zustande kommen. Also jemand führt ein Projekt durch, in der Regel in einem Entwicklungsland, welches Emissionen senkt. Dieses Projekt muss vorab beschrieben werden. Und dort wird in der Beschreibung genau beschrieben, worin die Emissionssenkung besteht, was dort ohne das Projekt geschehen wird, wäre und wie das Ganze, wie die Emissionssenkung gemessen wird. Diese Beschreibung wird validiert durch eine UN-akkreditierte externe Stelle, also sagen wir den TÜV Süd. Moment, nur dass wir das niemanden verlieren, vor allem auch mich, weil ich muss das Ganze hier versuchen zu koordinieren. Das heißt, Sie haben von der UN geredet und jetzt kommt der TÜV. Ja, also ich meine, jeder muss jedes Jahr mal zum TÜV. Das ist das, was man mit dem TÜV, glaube ich, verbindet. Wie passt also das zur UN? Nicht der Auto-TÜV, aber die technischen Überwachungsvereine in Deutschland sind so ein typisches Beispiel. Die überwachen ja nicht nur Autos, sondern auf jeden Fall, es gibt externe UN-akkreditierte Validierer, die diese Beschreibung zunächst validieren. Dann wird dieses Projekt mit dieser Beschreibung bei irgendeinem Standard registriert, zum Beispiel bei der UN oder bei einem Freiwilligenstandard. Dann ist es dort registriert, es wird gebaut, es läuft und dann schickt man jedes Jahr wieder einen Verifizierer dort vorbei, der dort überprüft, was dort tatsächlich geschehen ist. So, der schreibt seinen Report wieder an die UN oder an den Standard. Die emittieren dann diese Tonnen, dieser Standard emittiert diese Zertifikate auf ein Konto. Bei einer öffentlich einsehbaren Stelle, da gibt es im Prinzip zwei große Stellen. So, da kann man sehen, dieses Projekt hat so und so viele Tonnen im letzten Jahr gesenkt. Wenn jetzt die Commerzbank von einem Projekt Zertifikate kaufen möchte, dann ist das also eine Kompensation, die schon stattgefunden hat, die ist also bewiesen und die kann man genau sehen. Die Commerzbank kann diese Zertifikate entweder aufs eigene Konto übertragen bekommen oder sie lässt sie direkt an der Stelle von dem Lieferanten dort stilllegen. Das heißt, die weiß genau, diese Tonnen von dem Projekt sind genau in dem Jahr, steht dann im Register darin, stillgelegt worden. Das heißt, die weiß genau, hat genau dieses Projekt ausgesucht. Und das geht auch bei der privaten Kompensation bei einigen Anbietern, dass man eben genau weiß, in das Projekt genau so und so viele Tonnen habe ich halt dafür gesorgt. Also ich habe dafür gesorgt, dass irgendwo ein bestimmter Impact entstanden ist, der bewiesen ist. Es ist nicht eine Spende, die in die Zukunft geht, in der Hoffnung, dass irgendwo was geschieht, sondern das ist, wenn man so will, Results-Based Finance. Ich bezahle für ein bestimmtes Resultat, was ich genau haben will. Vielleicht mache ich das auch längerfristig. Ich mache ein Commitment, dass ich die nächsten Jahre aus einem bestimmten Projekt, was ich möchte, was aufgebaut wird, die Klimaschutzzertifikate abkaufe. Und dann kümmert sich jemand darum, dass das Projekt aufgebaut wird. Aber ich bezahle eben nur für das Resultat, wenn es dann tatsächlich für die Tonne Emissionssenkung oder was auch immer mein Ziel ist oder für so und so viel sauberes Wasser an Leute in Afrika. Ich bezahle genau für das Resultat. Das, ja klar. Also vielleicht nochmal eine Ergänzung, was von alledem, das ist im Grunde, was da am Prozess im Hintergrund läuft, das ist alles gut organisiert. Da gibt es eben die Validierer, die Zertifizierer etc. Für, ich sag mal, die Privatperson oder das Unternehmen X, das sagt, ich möchte kompensieren, ne, mich interessiert das Thema, ist der Prozess nicht so kompliziert, weil im Grunde es die South Poles der Welt gibt, also und weitere, ich sag mal, hier sitzen ja doch diverse Privatpersonen, da gibt es eine Klimakollekte, da gibt es ein Prima Klima und weitere, an die kann man sich wenden, die haben die Liste an Projekten, die da ist,
Da kann man sagen, das ist ein Projekt, das gefällt mir. Sagt, ich hätte gerne von diesem, also aus diesem Projekt so und so viele Zertifikate, die dann einer bestimmten Tonnenzahl entsprechen, hätte ich gerne gekauft und die werden stillgelegt für mich. Da macht man selber nichts, außer auszusuchen und letztlich zu bezahlen. Das ist ein überschaubarer Aufwand. Das ist ja auch der Charme, ja, dass letztlich die Allianz sich erhofft, letztlich darüber, dass man selber nicht so sehr viel zu tun braucht, außer sich zu informieren und zu entscheiden und zu zahlen. Das ist es, ja. Das ist, glaube ich, sehr einfach, aber ist auch, glaube ich, die Einfallstür, wenn man es nicht richtig macht, dass man da dann, ne, das ist genau die Debatte, die wir gerade führen, ne? Also Sie kaufen sich ja dann nur frei. Ich glaube, ne? Vielleicht, wenn ich da noch mal ganz kurz einhaken darf. Ich glaube, ich würde das geistig mal trennen in zwei Dinge. Ich will einen bestimmten Impact erzielen. Also wenn ich jetzt als Commerzbank mich für ein Projekt engagiere, dann weiß ich, ich senke 100.000 Tonnen bei dem Projekt oder ich stelle 1 Million Leute in Afrika sauberes Wasser zur Verfügung für ein Jahr. Wie ich das dann auf der anderen Seite verbaue, ist was völlig anderes. Ob das jetzt zufällig genau die gleiche Größe ist von den Emissionen, die ich hier habe und ich sage, das matcht sich gerade, ist eine Sache. Ich kann das aber auch völlig losgelöst davon machen. Wir motivieren auch also Privatpersonen zu sagen, eigentlich muss jeder von uns seinen eigenen Fußabdruck wenigstens 2,5 Mal auf Null bringen, um das globale Problem zu lösen. Das haben wir auch am Anfang schön gehört, das reicht gar nicht, wenn wir hier auf Null kommen. Also was auch immer ich an Impact erzielen möchte. Hier geht es erstmal darum, und so wurden die Systeme auch von Anfang an aufgesetzt, dass ich irgendwo beweisen kann, dass in der Regel in einem Entwicklungsland was passiert. Und ich genau für das, was passiert, bezahle und nicht eine Spende mache vorab, sondern genau das Resultat. Und ob ich jetzt nachher sage, das soll zufällig genauso groß sein wie mein eigener Fußabdruck oder 2,5 Mal so groß oder irgendwas, das kann ich immer noch machen. Wenn ich das mal geistig getrennt habe, dann habe ich auch nicht mehr so das Problem, dass das eins davon schlecht ist, weil keiner kann mir wohl vorwerfen, dass ich dafür sorge, dass in irgendeinem Entwicklungsland irgendeine schlechte Technologie übersprungen wird und sofort auf irgendwas Sauberes umgestiegen wird. Ja. Ich wollte noch mal ergänzen, dass die South Poles dieser Welt sicherlich dafür die Gewähr übernehmen, dass das Hand und Fuß hat, dass die Projekte in den Entwicklungsländern tatsächlich da sind, dass sie auch die Zertifikate produzieren, die wir kaufen. Aber ich denke, es ist auch nochmal wichtig, erstmal die Werbetrommel zu rühren, dass es die Möglichkeit gibt, sich auch als Privatperson sich klimaneutral zu stellen. Dass es im Internet auch, ich kenne zum Beispiel den Rechner vom Wuppertal-Institut, ich weiß nicht, ob es noch andere gibt, wo man eigentlich mal selbst seinen Lebensstil analysieren kann mit 10 zentralen Fragen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel CO2 bedeutet eigentlich mein aktueller Lebensstil. Und dann hinten raus müsste man dann noch die Möglichkeit haben, tatsächlich ohne großen Aufwand idealerweise sich persönlich klimaneutral zu stellen. Weil ich denke, jeder wird die Frage, willst du was fürs Klima tun, mit Ja beantworten. Wir hatten gerade unsere Kunden befragt, möchtet ihr nachhaltig investieren? Das haben alle Ja gesagt. Dann haben wir die zweite Frage gestellt, habt ihr ein nachhaltiges Produkt in eurem Portfolio? Und da kam bei fast allen Nein. Ja. Und warum nicht? Weil der Kundenberater sie noch nie darauf angesprochen hat und weil keine Informationen verfügbar sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier so ein ähnliches Problem herrscht, dass wir alle uns gerne auch persönlich klimaneutral stellen möchten, aber gar nicht genau wissen, wie das eigentlich funktioniert. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, ich arbeite jetzt auch in diesem Institut und wir beantworten viele Fragen. Also ich war auf Websites, ja, und dann finde ich Projekte und dann finde ich irgendwas, aber ich will doch eigentlich nur, und dann soll ich jemanden anrufen. Also, und dann kommt jemand, der sagt, ich muss erstmal berechnen, obwohl ich doch nur, ich weiß nicht, ich persönlich wohne auf 45 Quadratmeter, da frage ich mich, was muss ich berechnen, ja. Das heißt, ich habe vielleicht auch gar nicht die Motivation jetzt zu berechnen und dann zu gucken, kann ich noch einen effizienteren Kocher kaufen. Also ich glaube, für viele Leute ist die Frage, wo kann ich sinnvoll, schnell, glaubhaft mich engagieren? Und ich glaube, Sie haben da nicht nur Kontakte zu Dienstleistern in Anführungszeichen, sondern das geht so ein bisschen in die Richtung, wir wollen uns engagieren, das kann auch jeder selber tun. Jetzt kann nicht jeder direkt ein großes Projekt in Algerien oder sonst wo machen, aber gibt es da, was ist der Spielraum, den Sie da ausnutzen? Erste Frage. Und zweite, wenn wir jetzt mal Namen auf den Tisch legen, was sind denn so die Standards dieser Welt, wo ich sage, ja, das kaufe ich, ja, das hat gute Qualität? Also Ihre ganz Ursprungsfrage war ja auch, wie kriegt man diese Skepsis oder diese, wie kommt man eigentlich mit dem Thema zum Kunden? Unser erster Punkt war, wir haben das Wort Zertifikate rausgenommen. Wir verkaufen keine Zertifikate, wir verkaufen Beteiligungen an Projekten.
So nehmen sie mir mit, weil dann versteht man es besser. Entschuldigung. Sonst hat man sofort, wieso Zertifikate, ich will ja nicht im Emissionshandel. Und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Und bei uns ist das tatsächlich so. Der EU-Zertifikatehandel, nur kurz, das ist der politisch regulierte Bereich. Also in Deutschland ist, glaube ich, die Hälfte der Ökonomie, die Zertifikate brauchen, damit sie emittieren dürfen. Das ist das, was aus dem Kyoto-Protokoll übrig geblieben ist. Aber das, was wir jetzt besprechen, ist der sehr private Bereich. Und da rutschen Sie dann rein. Ja? Also genau. Zertifikate ist anscheinend assoziiert mit dem, was über Kyoto und Paris jetzt in die EU läuft. Genau. Und nachdem ja meistens, so wie Sie gerade sagen, Privatpersonen, aber auch Unternehmen sich mit dem Thema vorher nicht auseinandergesetzt haben, wie Sie da eine Studie vorgelegt haben, wie sich die Märkte aufteilen, ist es besser für uns heute. Wir reden gleich von Beteiligung an Klimaschutzprojekten mit sozialen Zusatznutzen. Und damit haben wir eigentlich alles vom Tisch gehabt. Diese, so wie Sie es erklärt haben, diese Zertifizierungen trotzdem, oder diese Prüfsiegel eigentlich international für diese Klimaschutzprojekte. Ich glaube, dass, soweit man es mitbekommen hat, das Höchste ist der Goldstandard, wo sich alle versuchen, jetzt daran zu richten. Und dann gibt es halt noch, Goldstandard hat ja aus der Historie zum Beispiel wenig oder keine, oder mittlerweile wenig, glaube ich, Aufforstungsprojekte. Da nimmt man halt anderen Standard, Plan Vivo zum Beispiel ist da ein Standard. Normal, wie? Ich Plan nicht. Vivo. Plan Vivo, okay. Genau. Also Goldstandard und Plan Vivo. Ja. Genau, also diese zwei Projektkategorien, die wir zum Beispiel anbieten. Und für uns war es ganz wichtig, dass wir versuchen, zumindest alle Hürden auszulassen, die es gibt, also so direkt wie möglich an Erzeugern einzukaufen und für uns selbst natürlich auch das Gefühl zu haben, wir können jederzeit nachschauen, was die tun. Also ich schaue jetzt auch nach im Jänner bei einem Projekt in Ruanda zum Beispiel und es können theoretisch auch unsere Kunden, also wenn sie möchten und unbedingt irgendwo auf Reisen sind, kann es ihnen auch ermöglicht werden, das Projekt anzusehen. Das heißt, jemand von dem Klimaneutralitätsbündnis 2025 guckt sich das Projekt an und kann vor Ort das sehen. Genau. Okay. Genau. Und das ist dann in Ruanda oder so? Zum Beispiel. Okay. Also da bin jetzt ich dabei bei der Reise und wir sind einen Schritt weiter gegangen. Wir haben gesagt, wir möchten selber nur wirklich für das Klimaneutralitätsbündnis ein Klimaschutzprojekt machen und waren da für Ihre Verhältnisse sehr hemdsärmelig unterwegs mit dem Hintergedanken, ich vergleiche es immer, ich bin Jägerin. Und wenn ich ein Tier lege und Ihnen für das Weihnachtsfest zum Beispiel ein Stück Reh gebe, dann braucht man kein AMA, bei uns ist in Österreich das AMA-Gütesiegel, ich weiß nicht, was in Deutschland ist, da brauche ich nicht jemanden, der mir zugeschaut hat, wie ich das alles erledigt habe, das ist ein Geschäft zwischen uns. Wenn ich in einen Laden gehe, dann hätte ich gerne irgendein Siegel, weil dann möchte ich ja wissen, ob da irgendwer drauf geschaut hat. Und nach dieser Logik haben wir eigentlich unser Projekt realisiert, also es schaut schon jemand drauf, es ist die Universität für Bodenkultur, die ist jetzt aber nicht UN-akkreditiert, soweit ich das weiß, in Wien, genau. Die machen aber selbst Klimaschutzprojekte, die Universität für Bodenkultur ist im Land Use, Forestry, im ganzen Sektor Landwirtschaft, Forstwirtschaft und so weiter tätig. Humusaufbau machen sie auch selbst viel. Und wir haben auch gesagt, wir möchten auch versuchen, wenn wir schon was versuchen, dann versuchen wir es ordentlich. Wir haben den Fokus gewählt eines Haushaltes und nicht einer Maßnahme und haben da ganz viel Zusatz dazu gebaut. Also im Endeffekt arbeiten jetzt die nächsten 5 Jahre 10 Angestellte der Caritas Äthiopien nur für unser Projekt. Dadurch, dass die Haushalte dort zum Beispiel effiziente Kochöfen bekommen, solarbetriebene Lichtquelle, solardesinfiziertes Wasser, Aufforstungsprojekt ist dabei. Also wir haben da in einer Region einfach ein umfassendes Projekt gemacht. Ich muss sagen, dadurch, dass es sehr kleinteilig ist und sehr aufwendig ist, ist es natürlich auch sehr teuer. Aber auch das ist kein Problem in Vorarlberg, weil gerade kleinere Unternehmen sagen, da habe ich das Gefühl, da wird was Ordentliches gemacht, ihr seid selbst vor Ort, ihr schaut euch das an, Caritas hat einen guten Ruf, das Geld zahle ich gerne, weil dann wird wenigstens auch was gemacht unten. Ja, das heißt, wir müssen irgendwie die Leute, die hier wohnen, mitnehmen, so habe ich das jetzt auch ein Stück weit verstanden. Zumindest denen die Möglichkeit geben, es reicht die Möglichkeit, schon. Wenn sie möchten, auch reinzugucken. Jetzt wollen wir ja nicht nochmal versuchen, die nicht entwickelt sind, zu entwickeln. Ja, das ist, glaube ich, auch was ganz wichtig ist. Das heißt, wenn wir in den Ländern vor Ort sind, oktroyieren wir da was? Wir sagen, wir machen jetzt ein Projekt und ihr macht mit, weil es ja gut für euch und
das passt schon so, wie wir das ausgedacht haben, zum Beispiel in Wien, in der Bodenkultur-Uni oder wie Zertifizierer sich das überlegen. Haben Sie die Möglichkeit, da so tief reinzugucken? Ich meine, Sie machen dann wahrscheinlich auch viel mit Joint Ventures und so weiter. Wie stellen Sie sicher, dass man Vorteile innerhalb dieses ganzen Prozesses für beide Seiten hat, sowohl in den Industrieländern, aber auch vor allem in den Nicht-Industrieländern, sodass man nicht in diese zweite, will jetzt nicht Postkolonialismus sagen, aber das ist das, was vielleicht auch kommen kann. Also für die Commerzbank kann ich sagen, dass wir über die vorhin schon erwähnten Repräsentanzen, ich bleibe jetzt mal bei Afrika, den lokalen Zutritt haben. Wir sind in Afrika, glaube ich, in 9 Ländern präsent. Warum nur in 9? Weil wir dort eigene Leute haben, immerhin. In den anderen afrikanischen Ländern sind wir über dieses auch schon erwähnte Korrespondenzbankennetzwerk vor Ort. Das sind also Partnerbanken, mit denen wir schon seit Jahrzehnten zusammenarbeiten, die dann diejenigen sind, die lokal auch investieren. Und wir haben eigentlich nur eine Geschäftsbeziehung zu der dortigen Bank. Das heißt, wir vertrauen dort auf die lokale Expertise unseres Partners, der wiederum dann auch Projekte vor Ort finanzieren kann. Wir statten aber unseren Bankpartner mit Kreditlinien aus denen er am Ende werden dort Dinge produziert, die dann für den Import nach Deutschland finanziert werden müssen. Auf diese Weise werden diese Kreditlinien zwischen uns und unserer Partnerbank ausgenutzt. Hat den Vorteil, dass wir keine lokale Expertise dort unten brauchen, in den unterschiedlichen Ländern, in den unterschiedlichen Rechtssystemen und dass wir am Ende, was passiert, wenn ein Kredit ausfällt? Man muss mit der Sicherheit irgendwie umgehen, die hinterlegt ist. Was machen wir mit einer Sicherheit in Ruanda zum Beispiel? Das ist für die Commerzbank, wäre das ein großes Problem. Deswegen arbeiten wir an solchen Stellen einfach mit Partnerbanken zusammen. Und ich ziehe den Hut davor, dass sie wirklich da lokal so eine Expertise haben, dass sie auch regelmäßig South Pole, wie Sie auch in Vorarlberg, die eigenen Projekte hochziehen und dort auch ins Obligo gehen, investieren. Das macht die Commerzbank beispielsweise nicht. So, wenn wir jetzt, das ist die Privatseite, wenn wir jetzt, ich sag mal, wieder über die Politik gehen, denn es gibt ja auch den Marshallplan mit Afrika, den Sie angesprochen haben. Das heißt, wir brauchen irgendwie politische Standards. Es geht darum, dass man sagt, naja, ich investiere und das geht doch eh alles in die Taschen der korrupten Eliten, solche Dinge. Ja, das heißt, wenn wir annehmen, dass wir 600 Millionen Tonnen pro Jahr innerhalb der nächsten paar Jahre auf diesem Zertifikatemarkt in Deutschland erreichen, wie stellen wir sicher, dass das eben nicht irgendwo dann den Eliten zugutekommt? Also welche Rolle spielt da wieder die Politik? Kann sie da Standards setzen oder wie geht das? Also vielleicht nochmal zurück zu den Klimaschutzprojekten, letztlich privat initiiert. Da ist ja gerade im Grunde die Sache so, dass es, ich sag mal, verschiedenste Art Kümmerer gibt, ja, die sich um die Projekte kümmern und tatsächlich dafür sorgen, dass im Grunde genau das passiert, was passieren soll. Sie haben es ja gerade geschildert an Ihrem Beispiel. Sie fahren letztlich persönlich dorthin. Es gibt den ganzen offiziellen Prozess im Hintergrund. Es gibt einen Projektentwickler dabei. Und im Grunde, da ist das wirklich privat gegebene Geld. Es ist ja nicht investiertes Geld. Es ist privat gegebenes Geld. Im Grunde, dafür gibt es keine Rendite. Es ist weg. Ja, und dient einzig und alleine der Förderung von internationalem Klimaschutz und Entwicklung und mehr nicht. So, das ist was anderes, als wenn man jetzt in den politischen Prozess hineingeht, wo man im Grunde nicht diese direkten 1-zu-1-Beziehungen hat, wo im Grunde das Geld oftmals über viele, viele Stufen ausgegeben wird und dann tatsächlich zu Recht gesagt wird, kommt das alles an, ja, was gegeben wird, da an der Stelle, wo es wirklich gebraucht wird. Das ist hier in diesen Projekten auf jeden Fall völlig, völlig anders. Jetzt nochmal zu der Sache, wird da von außen irgendwas, ich sag mal, aufgepfropft? Das ist eine Diskussion, die immer wieder auch im Bereich Entwicklungszusammenarbeit geführt wird. Und das heißt dann von manchen, die sagen, am besten stellen wir hier alles ein und machen gar keine Entwicklungszusammenarbeit mehr. Das muss alles das muss letztlich aus den Menschen selbst herauskommen. Afrika oder wer immer muss sich selbst entwickeln. Dafür kann man Verständnis aufbringen. Ich glaube aber, dass es im Grunde Punkte gibt, und das sind jetzt die finanziellen Fragen, wo es, ich sag mal, letztlich ohne das benötigte Geld nicht gehen wird. Und letztlich, wenn wir die Probleme lösen wollen, müssen wir irgendwo schnell zur Lösung kommen und müssen quasi operieren gegen das Bevölkerungswachstum. Müssen letztlich Technologietransfer ermöglichen. Erneuerbare Energieprojekte sind solche Technologietransferprojekte. Und ja, insofern ist das im Grunde schon ein Beitun von außen, aber letztlich im Sinne der Sache, die jetzt schnell ablaufen muss.
und Partner vor Ort im Grunde auch nochmal, im Grunde ein Qualitätskriterium der Projekte ist ja gerade, dass Partner vor Ort involviert sind. Dann werden sie im Grunde diese Standards bekommen, die man von außen prüfen kann, und dann ist im Grunde per Standard sichergestellt, da ist im Grunde die lokale Bevölkerung, lokale Organisationen sind involviert. Ja, kann ich dazu ergänzen? Eben, also wenn wir noch mal einmal einhaken bei diesem Green Climate Fund, der schon genannt wurde, der 100 Milliarden pro Jahr eben gegen die Folgen des Klimawandels und gegen den Klimawandel aufwenden soll und bezahlt aus der entwickelten Welt. Natürlich sind da auf der einen Seite, das sind natürlich sehr starke Interessen auf Seiten der Nehmerländer, also wo das Geld hinfließen soll, dass das Geld eben gerade nicht direkt in die Projekte geht. Da kann man einfach lang nicht so gut die Taschen aufhalten. Wenn das Geld von einem Staat reinkommt und alle möglichen Stellen da Ja zu sagen müssen, bevor irgendein Geld weitergeht, gibt es auch alle möglichen Leute, die Geld die Hände aufhalten können und unterwegs was abzweigen. Deswegen gibt es auf der Seite extrem starke Interessen, dass gerade diese Projekte nicht unterstützt werden und dass dieser Mechanismus nicht weiterläuft. Und das ist dummerweise ein bisschen eine unheilige Allianz mit einigen NGOs, die das einfach auch, die glauben, wenn das Geld jetzt nicht mehr in diese Projekte reinfließen würde, dass das irgendwie auf andere Weise gespendet würde, wo sie dann wieder stärker mit dem Boot sind, wo dann einfach Geld mit sehr viel weniger Kontrolle weitergegeben wird, wo man einfach, sagen wir, eine Spende, dann hat man irgendwo die Hoffnung, dass irgendwo vielleicht was rauskommt. Das sind völlig andere Gruppe von Spielern, die aber auch diesen Projektmechanismus nicht mögen, aus völlig anderen Gründen. Und diese unheilige Allianz, die macht das eben ein bisschen diesen Projekten schwierig im Moment. So, und auf der Projektseite selber nochmal, um zum Thema zurückzukommen, eben der Goldstandard verlangt bei jedem Projekt lokale Stakeholder-Consultations. Da wird die lokale Bevölkerung eingeladen. Die müssen schon, bevor das überhaupt irgendwie angefangen wird zu bauen, da gibt es genaue Pläne, wie die lokalen NGOs eingeladen werden müssen. Da müssen so Befragungen, so wie in diesem Raum, werden gemacht. Da gibt es Protokolle drüber, Videos, alles Mögliche. Da können alle genau, wird genau erzählt, was da eigentlich passieren soll. Da können die alle sagen, welche Probleme sie damit sehen. Die werden extrem stark eingebunden in diese ganzen Mechanismen. Und wir als Firma, wir sind in den Ländern vor Ort vertreten. Ja. Und das Letzte noch, eben auch wie Vorarlberg, es gibt natürlich auch diverse Firmen, die sagen, ich will genau ein Projekt für mich aufgebaut wissen in meiner Wertschöpfungskette. Machen wir auch diverse Projekte, genau bei irgendwelchen, zum Beispiel bei Rosen aus Kenia, die geliefert werden an Coop, Fairtrade-Rosen, die in der Schweiz verkauft werden, wo wir genau bei den Bauern dieser Rosen Kleinkocherprojekte machen und die dann weniger Dreck in der Hütte haben und weniger rauchen. Das ist extrem stark nachzuvollziehen, was da genau rauskommt bei diesem Projekt und was da genau passiert. Wenn wir jetzt an Wertschöpfungskette und Prozesse geben, die schon da sind, dann müssen wir langfristig die gesamte Wirtschaft in diesen Kanal drücken, bewegen, mitnehmen. Ja, das heißt, wir müssen auch ein Stück weit unser Gesellschaftsmodell in diese Richtung entwickeln, und das heißt, wir stehen irgendwo. Ja, das heißt, es gibt jetzt die real existierenden Unternehmen, die man jetzt langsam auf den Pfad bringen muss, soll und wahrscheinlich auch will. Und da ist Engagement, das wollen die Unternehmen offenbar teilweise. Und jetzt, die Commerzbank ist schon sehr lange dabei. Ja, das heißt, wie gestaltet sich dieser Prozess, dass man auf der einen Seite extrem groß ist und mit dieser Größe kommt auch eine gewisse, ich will nicht sagen Behäbigkeit, aber Sie wissen das selber, wenn Sie eine Lok schieben wollen, ja, mit Ihrer eigenen Kraft ist das schwieriger, als wenn Sie die kleine Eisenbahn anschieben. Das heißt, Sie sind vielleicht nicht so dynamisch wie kleinere Unternehmen, aber wie gestaltet sich dieser Prozess, wenn man wirklich die Riesen der Wirtschaft einbeziehen möchte, und welche Probleme tauchen da auch auf? Können Sie in der Lieferkette von jetzt auf gleich alles umstellen und werden Sie angefeindet oder nicht? Oder welche Zukunftsperspektiven sehen Sie in diesem prozesshaften Transition, also, und so weiter? Mit Blick auf unsere Lieferkette oder vielleicht besser mit Blick auf Nachhaltigkeitsthemen in der Kreditvergabe. Das ist ja so ein ganz zentrales und wichtiges Thema, wo wir auch wirklich sagen können, an wen möchten wir eigentlich Kredite geben und an wen nicht. Da spielt das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle, Umwelt- und Sozialrisikomanagement. Aber die, an die Sie dann Kredite vergeben, die haben ja dann wahrscheinlich eine Lieferkette, weil sie irgendwas produzieren, seien es jetzt Lebensmittel oder Kleidungsstücke oder sowas. Das stimmt, ja. Können Sie da auswählen und sagen, nur du und du nicht, weil du hast noch nichts getan, oder wie geht das? Jetzt in Bezug auf Klima? Also auf Klima auf der einen Seite, aber auch Entwicklung. Ja, das heißt, wir wollen ja auch die Entwicklung in den Ländern fördern, und da sind halt diese, wir nennen das dann Co-Benefits,
dass in der Lieferkette beispielsweise jemand, der Kleidung produziert, nicht nur ein paar Cent bekommt, ja, obwohl das vielleicht super CO2. Ja. Also dadurch, wir sind im engen Austausch mit Nichtregierungsorganisationen. Wir können ja beim Thema Textil dann vielleicht auch bleiben. Ja, Bangladesch, wir haben auch sehr starkes Bangladesch-Geschäft, das gucken wir uns ganz genau an. Warum haben wir Bangladesch-Geschäft? Weil zum Beispiel die Nähmaschinen aus Deutschland dorthin exportiert werden. Weil auch die Textilunternehmen aus Europa, aus Bangladesch wiederum importieren. Und ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dass gerade dieses ganze Thema Außenhandel bei uns eine große Rolle spielt. Und damit einhergeht natürlich die Frage nach Menschenrechten, nach Umweltthematiken, die wir uns genau angucken. Wie machen wir das? Wir haben ein Team von 8 Leuten, die sich jedes Geschäft, was aus diesen sogenannten sensiblen Themenfeldern, die wir definiert haben, die sich auch im Zeitverlauf ändern, anschauen, einzelne Transaktionen und die beurteilen auf ihre Schädlichkeit oder auf einer Skala von, ja, einer Ampellogik ist das im Grunde von grün bis rot. Rot bedeutet, Geschäft wird nicht gemacht, Veto, ja, hartes Veto. Grün ist überhaupt völlig unproblematisch. Meistens spielt es sich so im Gelbbereich halt ab. Und da muss man gucken, und deswegen, ich hatte eben auch schon das Stichwort NGO-Dialog fallen lassen. Wir sind damit Nichtregierungsorganisationen im Austausch. Wir gucken uns auch dann die entsprechenden Studien an, um den Counterpart, den anfragenden Kunden, den kennen wir ganz gut, aber es gibt ja den dritten, der dann in Bangladesch vor Ort ist, um den einschätzen zu können, um das Geschäft besser einschätzen zu können und die damit einhergehenden möglichen Risiken in Umwelt- und Sozialbereichen. Klima, muss ich sagen, spielt da noch nicht so eine Rolle, eher implizit. Ganz wichtig ist das Thema Menschenrechte und Sozialstandards, Grundarbeitsnormen und so weiter. Wir können vielleicht im Laufe der Diskussion, denn ich bin sicher, Sie haben Fragen, das möchte ich jetzt gerne öffnen.